Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Blüthner Restaurationsvideos hier aus unserer Meisterwerkstatt. Es hat sich einiges getan und die Details dazu findet ihr nach dem Intro. Ja, hier sieht man jetzt die Dämpferklötze mit den darin befindlichen Dämpferdrähten und der Jonas schraubt jetzt erst die Dämpferdrähte los und wird dann anschließend jetzt gleich damit anfangen, die Dämpfer herauszuziehen. Geht gleich los. So, obwohl wir eine neue Dämpfung bei der Firma Renner bestellt haben, die liefern auch halt Dämpfungen für Blüthner-Aliquot-Flügel, verwahren wir die alte Dämpfung erstmal auf. Man weiß ja nie, die wird also nummeriert und dann dementsprechend auf eine Pappe gelegt. Und die Pappe sehen wir da hinten schon im Hintergrund. Da geht's los. So, die Dämpfung ist raus. Jetzt nehmen wir die Spannung vom Flügel. Sprich, reihenweise wird ein Wirbel nach dem anderen zurückgedreht. Hier ist es auf jeden Fall so, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen Stimmnägelstärken in dem Flügel haben. Aktuell von 7,25 mm bis 7,50 mm. Eine Wirbelstärke, auf die man schon kaum noch einen Stimmhammer drauf bekommt. Also der Stimmstock dieses Flügels wird auf jeden Fall auch zu erneuern sein. Das werdet ihr dann später noch sehen. Im Moment sind wir erstmal nur beim Zerlegen des Flügels. So, hier sehen wir, ist der Bassbezug entfernt. Wir haben den auf einen Draht gezogen und werden das zusätzlich noch vermessen und den Musterbezug und die Vermessung dann an Gregor Heller schicken, der deutschlandweit mit Sicherheit die besten Bassbezüge macht. So, jetzt sehen wir, dass hier auch die letzte Mittellage wird hier durchgekniffen. Da braucht man schon ein bisschen mehr Kraft für. Die sind schon relativ starke Saiten. Und da sehen wir nochmal den Bassbezug liegen, den alten, der ja auf jeden Fall auch schon einmal erneuert worden ist. Wir werden mal gucken, was der Gregor uns dazu sagt. So, jetzt sehen wir hier Einzelaufhängung der Stahlseiten, Einzelösen. Immer ein bisschen schwierig, wenn die sich gut zusammengezogen haben, die abzulösen. Ist nicht ganz so einfach, aber am Ende haben wir sie bis jetzt noch alle runtergekriegt. Na, hier sieht man also auch, der Meister hat gesagt, die letzte Reparatur dieses Flügels dort ist der Boden quasi nur da gespänt worden, wo man an der Gussplatte vorbeikam. Sprich, die Gussplatte ist bei einem früheren Restaurierungsgeschehen nicht ausgebaut worden, sodass wir jetzt quasi dann zum ersten Mal diese Gussplatte herausbauen. Und da habe ich gleich auch noch eine Überraschung für euch, gerade in der Diskussion um rote und blaue Filze beim Blüthnerflügel. So, hier kommen die letzten Seiten dran. Hier sehen wir den Stimmstockaufkleber, den wir ebenfalls neu bestellen werden. Den kann man in den USA bekommen. So, jetzt nehmen wir hier die Garnierungsleisten runter. Das sind also beim Blüthner befilzte Leisten. Hier die einzelnen Filze jetzt. Es wird ja auch alles erneuert und zwar in der richtigen Farbe. Hinten sehen wir auch eine schöne riesige Unterlegscheibe. Wer auch immer die da drauf gebaut hat, hat da einen echten Sinn für Ästhetik. Jetzt werden die Stimmnägel herausgedreht. Also wie gesagt, dieser Stimmstock ist nicht mehr zu retten. Also drei verschiedene Stärken Stimmnägel.
Und 7,50 mm ist eigentlich für jeden Stimmstock das absolute Todesurteil. Also werden wir hier einen neuen Stimmstock anfertigen. So, hier sind jetzt auch die Messing-Abdeckplatten schon herausgeschraubt, bis auf diese eine, die ein bisschen stramm drin sitzt. Die werden wir zusammen mit der Gussplatte ausheben. Jetzt werden die Plattenrandschrauben gelöst. Und außen haben wir den Flügel schon mal ein bisschen abgeklebt, um einfach zu verhindern, dass wir grobschlächtig irgendwelche Kratzer in das Gehäuse machen. Das sind die, das ist der fette Stimmnagel 7,5. Hier ist die ausgebaute Dämpferlade mit den Dämpfertangenten und den Dämpferköpfen. Sieht man auch sehr schön, auch ausgebleit. Im Bass ein bisschen stärker, weil die Schwingungen bei den tieferen Saiten natürlich einfach deutlicher wahrnehmbar sind, sage ich mal, massiver sind. Das wird auch alles gereinigt, überprüft, alle Filze werden erneuert. So, alles losgeschraubt. Die Bolzen schrauben ab. So, hier werden jetzt die vorderen Gussplattenschrauben entfernt. Die werden wir auch alle, sind original auch blau, die werden wir auch alle nachbläuen, damit die wieder schön dunkelblau glänzend sind. Und jetzt wird es dann Zeit, den Gussrahmen herauszunehmen. Sieht, es ist alles demontiert, alle Schrauben sind ab. Hier ist die Seriennummer. Das Aliquo Piano Patent und der Blüthner Schriftzug mit einer leichten Vergoldung. So, jetzt sehen wir hier schon unseren Gussplattenheber. Es ist montiert an der Gussplatte. Es ist so halbwegs balanciert. So ganz perfekt kriegt man das nicht hin. Aber wenn mehrere Leute daran teilnehmen, an dem Ausbau, dann können die Leute diese Gussplatte dann auch immer in, die Personen die Gussplatte dann immer in Balance halten. So, geht auch relativ gut raus. Scheint sich nicht nirgendwo zu sperren. Muss immer ein bisschen auf seine Finger aufpassen, weil es ja doch ein relatives Gewicht ist, dass man sich nicht die Finger einquetscht. Wenn euch dieses Video gefällt, ich lenke jetzt mal so ein bisschen ab, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal Klavier- und Flügelgalerie Maywald und für alle Fragen zu jeglichen Klavierthemen könnt ihr uns immer gerne anrufen unter der 02307 12125. Macht einfach Gebrauch davon und liked unser Video. So, jetzt sehen wir hier, wie die Gussplatte langsam rauskommt. Sieht, sie ist hinten ein bisschen schwerer. Muss man hinten ein bisschen stärker hochheben. Auf der anderen Seite sehen wir einen Steinweg-Konzertflügel aus dem Konzerthaus Dortmund, der aktuell bei uns einen neuen Satz Hammerköpfe bekommt. Der wird mal eben zur Seite geschoben. So, und unsere Auszubildende Laura pumpt jetzt die Gussplatte hoch. So, da springe ich auch mal kurz durchs Bild. Und helfe mal eben kurz mit. Wir müssen ja die Gussplatte jetzt am Flügel vorbei auch auf dem Boden ablassen können.
Das machen wir genau jetzt. Zack, da ist die Gussplatte raus. So, hier sehen wir jetzt den freigelegten Resonanzboden mit den Resonanzbodenrissen teilweise. Bei der letzten Reparatur hatte ihn nur jemand mit Spirituslack dann nach dem Spähen nachlackiert. Das werden wir jetzt dann alles entfernen. So, hier ist der Stimmstock, der nicht mehr zu retten ist. Wir werden nach dem Original, nach dem Muster einen neuen anfertigen. Jetzt wird der Resonanzboden einmal eben abgewaschen, um das Gröbste so an Staub und Dreck wegzubekommen. Und dann werden wir in den nächsten Tagen anfangen, uns den Resonanzboden auch von unten genau anzusehen. Hier ist der Dreck der letzten Jahrzehnte. Und jetzt wird der Stimmstock ausgebaut. Die Blüthnerflügel haben links und rechts eine sehr große ein Holzbolzen oder eine Holzschraube, mit der der Stimmstock zu dem Leim dann noch zusätzlich mit dem sogenannten Rimm, dem Gehäuse, verschraubt ist. Spezialwerkzeug dafür gebastelt, damit man es vernünftig losschrauben kann. Man sieht, kein ganz einfaches Unterfangen. Aber am Ende haben wir noch jede Schraube rausgekriegt. Also ist noch nie eine drin geblieben. So, ganz schönes Schraubenbiest. Sitzt auch gut drin. Das habe ich gerade gesehen. 4 Schrauben, genau, auf jeder Seite 2. Mit ein bisschen was noch abgestemmt. Und dann wird es mit dem mit einem Wagenheber rausgestemmt, rausgehoben, rausgepresst. Auch die Verleimsituation ist nicht zu dramatisch. Und ich denke mal, das war es soweit für heute. Das ist das komplette Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und hier nochmal Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Ruft uns gerne an. Tschüss.